Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. Nachdem die letzten Vorlesungen sich mit den Begriffen der Rekurrenz und Transienz eingehend auseinandergesetzt haben, soll in dieser Vorlesung der Begriff der Gleichgewichtsverteilung bzw. des invarianten Maßes eine zentrale Rolle spielen. Insbesondere möchte ich diskutieren, was es für eine Markov-Kette bedeutet, wenn man diese in der Gleichgewichtsverteilung startet. Darüber hinaus möchte ich noch eine spezielle Klasse von invarianten Maßen diskutieren, die man als reversibel bezeichnet. Schauen wir das uns aber im Detail einmal genauer an. Den ersten Begriff, den ich einführen möchte, ist den eines invarianten Maßes bzw. einer Gleichgewichtsverteilung. Und darunter versteht man das Folgende. Also ich gebe mir vor ein Maß Pi. Und ich gebe mir vor, wie üblich, eine stochastische Matrix, die ich wieder mit P bezeichnen möchte. Und die lebt auf unserem Zustandsraum E. Und dann nennt man dieses Maß Pi invariant bezüglich dieser stochastischen Matrix P, falls das Folgende gilt. Nehme mir einen Punkt X aus meinem Zustandsraum E her. Ich betrachte jetzt den Transport dieses Maßes Pi bezüglich der stochastischen Matrix P. Was meine ich damit? Damit meine ich das Folgende. Ich bilde sozusagen die Summe über alle Elemente aus meinem Zustandsraum und ich bilde diese Verknüpfung Pi von Y mal der Übergangswahrscheinlichkeit von Y in den Zustand X. Also das kann man sozusagen lesen. Ich transportiere dieses Maß in den Zustand X. Und wenn dieses Maß Pi die Eigenschaft hat, dass wenn ich Pi P betrachte, auswerte in dem Punkt X, das Maß sich wieder reproduziert, dann spricht man von einem invarianten Maß. Und im Spezialfall, dass es sich bei diesem Maß um ein Wahrscheinlichkeitsmaß handelt, redet man von einer Gleichgewichtsverteilung bzw. einer invarianten Verteilung. Und ich möchte den Raum aller Gleichgewichtsverteilung mit dieser Abkürzung inf P bezeichnen. Bevor wir sozusagen uns Beispiele angucken von invarianten Maßen und wie man diese berechnet, hier eine Reihe von Bemerkungen. Also die erste Bemerkung ist das folgende. Wenn man dieses invariante Maß, was hier eine Abbildung ist von den Teilmengen unseres Zustandsraums E in die nicht negativen Zahlen inklusive unendlich, und ich möchte dieses Maß auffassen als einen Zeilenvektor, dann bedeutet ja diese Gleichung, Pi ist nichts weiter als Pi P, dass Pi ein Linkseigenvektor zum Eigenwert 1 dieser stochastischen Matrix P ist. Das heißt, im Prinzip müssen wir nichts weiter machen zur Berechnung eines invarianten Maßes, als die entsprechende Eigenwertgleichung zu lösen und sicherzustellen, dass das Resultat der zugehörige Eigenvektor nicht negative Einträge besitzt. Das kann ich natürlich auch ausdrücken mit Hilfe des Generators. Das bedeutet natürlich nichts weiter anderes, als dass Pi ein Linkseigenvektor des Generators ist zum Eigenwert 0. Die zweite Beobachtung ist natürlich das folgende: Wenn mein Zustandsraum nur endlich viele Elemente besitzt, dann kann ich natürlich in trivialer Weise jedes invariante Maß durch Normierung in eine Gleichgewichtsverteilung überführen. Eine weitere Konsequenz ist das folgende. Aus der definierenden Gleichung eines invarianten Maßes, nämlich dass Pi gleich Pi P ist, kann ich das Ganze natürlich iterieren und erhalte, dass Pi auch der folgenden Gleichung genügt, und zwar für jedes n aus den natürlichen Zahlen gilt, dass wenn ich das invariante Maß anwende auf das n-fache Matrixprodukt der stochastischen Matrix P, dann ergibt sich auch wieder Pi. Das hat jetzt folgende Konsequenz. Im Falle, dass meine stochastische Matrix irreduzibel ist. Und zwar das folgende. Offensichtlich ist natürlich das konstante Maß Pi gleich 0 ein invariantes Maß. Das ist irgendwie nicht sonderlich interessant. Gucken wir uns also den Fall an, dass Pi nicht identisch 0 ist. Das bedeutet ja nichts weiter anderes, als dass ich mindestens ein Element z in meinem Zustandsraum finde, sodass Pi von z strikt positiv ist. Jetzt möchte ich Folgendes machen.
Jetzt nehme ich mir für ein beliebiges x aus meinem Zustandsraum, das ungleich z ist, ein n her, das ich so wähle, dass die n-fache, also den, dass diese Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in z in n Schritten nach x zu gelangen strikt positiv ist. Ein n finde ich deswegen, weil wir ja angenommen haben, dass unsere stochastische Matrix P irreduzibel ist. Wenn ich das jetzt ausnutze, kann ich das Folgende betrachten. Ich schaue mir einfach mal an, was es bedeutet, wenn ich unser invariantes Maß auf dieses n-fache Produkt der stochastischen Übergangsmatrix anwende. Und zwar, ich erhalte hier erstmal aus dieser Beobachtung, die wir hier vorne angestellt haben, dass Pi an der Stelle x sich auch schreiben lässt als Pi angewendet auf P hoch n, ausgewertet an der Stelle x. Das ist natürlich ausgeschrieben, nichts weiter anderes als die Summe über alle y aus unserem Zustandsraum. Und dann habe ich Pi von y multipliziert mit dieser n-Schritt-Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in y in n-Schritten nach x zu gelangen. Das sind natürlich jetzt hier alles nicht negative Elemente. Das heißt, ich kann eine untere Schranke dadurch erreichen, dass ich einfach alle Terme weglasse, bis auf den Term y gleich z. Damit erhalte ich diesen Ausdruck Pi von z mal diese Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in z in n Schritten nach x zu gelangen. Jetzt wissen wir nach Voraussetzung aber, dass Pi von z strikt positiv ist. Und nach Wahl von n wissen wir auch, dass dieses Element Pn z, x strikt positiv ist. Und daraus folgt dann sofort, dass auch mein invariantes Maß Pi an der Stelle x strikt positiv ist. Das können wir jetzt natürlich dieses Argument fahren für jedes x aus unserem Zustandsraum und erhalten dann als Aussage, dass im Falle einer stochastischen Matrix, wenn wir ein invariantes Maß gegeben haben, das ungleich 0 ist, dass es dann dazu führt, dass alle Elemente oder dass das invariante Maß für alle Elemente strikt positiv sein muss. Eine weitere Konsequenz jetzt einer Gleichgewichtsverteilung im Kontext von stochastischen Prozessen ist das folgende. Ich nehme mir jetzt her eine Markov-Kette, die ich wieder mit xn bezeichnen möchte, die auf unserem Zustandsraum E lebt und die die Übergangsmatrix P besitzt. Und weiterhin möchte ich annehmen, dass wir eine Gleichgewichtsverteilung Pi gegeben haben. Und jetzt möchte ich diese Gleichgewichtsverteilung Pi als Startverteilung unserer Markov-Kette wählen. Ich möchte mir einfach mal angucken, was bedeutet das denn für die Übergangswahrscheinlichkeit, dass der Prozess sich zum Zeitpunkt n im Punkt x befindet, wenn ich diesen Prozess in dieser Gleichgewichtsverteilung Pi starte. Und das ist natürlich, das kann ich jetzt hier explizit ausschreiben, das ist natürlich nichts weiter als die Summe über alle y aus meinem Zustandsraum, Pi von y mal der Wahrscheinlichkeit, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt n im Punkt x befindet, wenn ich diesen zum Zeitpunkt 0 in y starte. Jetzt kann ich natürlich diese Übergangswahrscheinlichkeit auch ausdrücken mit Hilfe der stochastischen Matrix. Das ist nämlich nichts weiter als dieses Matrix-Element Pn y, x. Was sehen wir jetzt hier? An dieser Stelle steht natürlich nichts weiter als diese Gleichung, I angewendet auf das n-fache Matrixprodukt der stochastischen Matrix P. Und von dem wissen wir ja, aufgrund der Tatsache, dass Pi eine Gleichgewichtsverteilung ist und damit insbesondere invariant ist, dass dieses Matrix-Vektorprodukt, was wir hier stehen haben, sich explizit berechnen lässt und das ist natürlich nichts weiter als Pi von x. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, dass wenn ich diese Übergangswahrscheinlichkeit ausrechne und ich weiß, der Prozess ist in Pi gestartet, dann ändert sich in gewisser Weise nichts. Das ist nämlich nichts weiter hier als der Wert von der Wahrscheinlichkeit bei Start in der Gleichgewichtsverteilung, dass x 0 gleich x ist. Das ist nichts weiter als eine andere Schreibweise. Und das kann ich jetzt natürlich noch ein bisschen allgemeiner ausdrücken. Nehmen wir jetzt einfach mal n-Zeitpunkte her. Betrachte das Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt k plus 1 im Punkt x1 sich befindet und so weiter bis dass der Prozess zum Zeitpunkt k plus n sich im Punkt xn befindet,
Ich berechne von diesem Ereignis die Wahrscheinlichkeit bei Start der Markov-Kette in der Gleichgewichtsverteilung. Jetzt kann ich natürlich darauf eine disjunkte Zerlegung durchführen, wo sich der Prozess zum Zeitpunkt K befindet. Wenn man dann noch die Fallunterscheidungsformel benutzt, ergibt sich folgender Ausdruck, das lässt sich nämlich ausdrücken als die Summe über alle y in meinem Zustandsraum E. Pi, also die Wahrscheinlichkeit bei Start in der Gleichgewichtsverteilung Pi, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt K in y befindet, multipliziert mit der bedingten Wahrscheinlichkeit bei Start in Pi, dass sich der Prozess zu den Zeitpunkten K1 in x1 bis K plus n in xn befindet, gegeben, dass der Prozess zum Zeitpunkt K sich im Punkte y oder im Punkte y war. Jetzt können wir natürlich auf diese bedingte Wahrscheinlichkeit hier wieder die Markov-Eigenschaft anwenden. Das ist nichts weiter als der Satz 1,10 und erhalten an dieser Stelle den Ausdruck, dass wir den Prozess starten im Punkte y, das ist der Wert, auf den wir hier bedingt haben, und wir müssen dann sozusagen alle Zeitindizes verschieben um k. Und daraus folgt, dass sich der Prozess dann, also dass diese bedingte Wahrscheinlichkeit nichts weiter ist als die Wahrscheinlichkeit bei Start in y von dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 sich in x1 befindet, bis zum, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt n im Punkte xn befindet. Und hier vorne haben wir gesehen, dass diese Wahrscheinlichkeit, nach dem, was wir uns hier überlegt haben, sich auch umschreiben lässt als Pi von y. Das heißt, ich kann das jetzt wieder zusammensetzen und ich sehe, dass ich an dieser Stelle nichts weiter erhalte als die Wahrscheinlichkeit bei Start in Pi, dass sich der Prozess zu den Zeitpunkten 1 in x1 bis zum Zeitpunkt n in xn befindet. Das heißt, Sie sehen hier an der Stelle, ich kann dieses Ereignis einfach in der Zeit schieben um einen beliebigen Zeitpunkt k und ändere an diesen Wahrscheinlichkeiten nichts, vorausgesetzt, ich starte in der Gleichgewichtsverteilung. Und diese Eigenschaft nennt man im Kontext von stochastischen Prozessen auch Stationarität des Prozesses. Eine letzte Bemerkung ist das folgende, und zwar es geht hier um die Struktur der Menge der Gleichgewichtsverteilung. Und zwar, was ich hier behaupte, ist, dass diese Menge sich dadurch auszeichnen lässt, dass sie konvex ist. Was meine ich damit? Angenommen, diese invariante Menge enthält zwei verschiedene Gleichgewichtsverteilungen. Dann kann ich natürlich auch einfach die Konvex-Kombination von diesen beiden Gleichgewichtsverteilungen bilden. Das ist nichts weiter, als ich nehme mir einen Parameter Lambda aus 0, 1 her und bilde diese Summe Lambda mal Pi 1 plus 1 minus Lambda mal Pi 2. Und dann ist natürlich als erstes klar, dass es sich hierbei wieder um eine Wahrscheinlichkeitsverteilung handelt, weil ich kann das sozusagen sukzessive ausrechnen. Erhalte hier den Ausdruck, wenn ich den ganzen Zustandsraum E einsetze, einfach Lambda plus 1 minus Lambda plus 1 ist. Und ich kann ausnutzen, dass wenn ich diese Konvexkombination auf die stochastische Matrix P anwende, aufgrund der Linearität, kann ich das natürlich auch schreiben als Lambda Pi 1 angewendet auf P plus 1 minus Lambda Pi 2 angewendet auf P. Jetzt kann ich ausnutzen, dass Pi 1 und Pi 2 Gleichgewichtsverteilungen sind und damit insbesondere invariant. Und erhalte damit den Ausdruck Lambda Pi 1 plus 1 minus Lambda Pi 2. Und das zeigt ja nichts weiter, als dass es sich bei dieser Konvexkombination wieder um eine invariante Verteilung handelt. Was bedeutet das jetzt für die Anzahl der invarianten Verteilungen? Daraus folgt natürlich sofort, die Anzahl der invarianten Verteilungen kann nur sein 0. Ich habe überhaupt keine Gleichgewichtsverteilung. 1, es gibt genau eine Gleichgewichtsverteilung. Dann kann ich mich, jede Konvexkombination führt mich dann natürlich wieder auf die gleiche Verteilung. Oder unendlich, falls ich mindestens zwei Gleichgewichtsverteilung finde, dann kann ich natürlich jede beliebige Konvexkombination bilden und die ist natürlich dann auch wieder eine Gleichgewichtsverteilung. Das heißt, die Kardinalität dieser Menge ist in dem Fall gleich unendlich.
Gut, so viel zu den Bemerkungen. Kommen wir jetzt mal zu ein paar konkreten Beispielen, wie Gleichgewichtsverteilung aussehen kann. Ich nehme als erstes Beispiel ein ganz einfaches Beispiel her, in dem der Zustandsraum einfach nur aus zwei Elementen besteht, nämlich hier angenommen die Elemente 1 und 2. Und ich betrachte die stochastische Matrix P, die das folgende macht, und zwar mit Wahrscheinlichkeit Alpha springe ich vom Zustand 1 in den Zustand 2 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha verbleibe ich im Zustand 1 und umgekehrt mit Wahrscheinlichkeit Beta springe ich vom Zustand 2 in den Zustand 1 zurück oder ich verbleibe im Zustand 2 mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus Beta. Und Alpha und Beta seien hier zwei verschiedene reelle Zahlen aus dem Einheitsintervall. Jetzt kann ich natürlich in dem Fall einfach den entsprechenden Linkseigenvektor dieser Matrix P berechnen. Und im Falle, dass Alpha plus Beta ungleich 0 ist, das bedeutet also Alpha und Beta sind beide, oder Alpha oder Beta, einer von beiden ist mindestens strikt größer als 0, dann ist die Gleichgewichtsverteilung wie folgt gegeben. Und zwar Pi vom Zustand 1 ist nichts weiter als dieser Bruch Beta geteilt durch Alpha plus Beta. Und Pi vom Zustand 2 ist nichts weiter als Alpha geteilt durch Alpha plus Beta. Das heißt, in dem Fall haben wir genau eine Gleichgewichtsverteilung vorliegen. Und dass es sich um eine Gleichgewichtsverteilung handelt, sieht man sofort, wenn man hier das Matrix-Vektorprodukt bildet, nämlich wenn ich dieses Element multipliziere mit diesem ersten Term, erhalte ich Beta minus Alpha Beta geteilt durch diesen Bruch. Und dieses minus Alpha Beta hebt sich genau um der zweiten Zeile multipliziert mit die 2 raus. Analog funktioniert es mit den anderen Matrix-Elementen. Und dann haben wir noch den zweiten Fall, nämlich falls Alpha und Beta beide 0 sind, dann kann ich zwei Gleichgewichtsverteilungen finden. Nämlich die eine Gleichgewichtsverteilung ist, wo ich die ganze Masse auf den Zustand 1 packe, also es ist nichts weiter als die Indikatorfunktion vom Zustand 1, während es sich bei der zweiten oder ich eine zweite Gleichgewichtsverteilung finde, wo ich einfach die gesamte Masse auf den Zustand 2 packe. Und dann sehe ich natürlich, die Menge der invarianten Verteilung kann ich in dem Fall als diese Konvexkombination aus diesen beiden extremalen Gleichgewichtsverteilungen beschreiben. Das nächste Beispiel ist sozusagen ein Tick komplizierter. Und zwar, ich betrachte hier jetzt die Irrfahrt auf einem Torus. Also das war nichts weiter als die Menge E, die sich schreiben lässt als dieser Quotientenraum. Und ich betrachte hier drauf eine Markov-Kette Xn, wobei die Übergangswahrscheinlichkeiten die Eigenschaft haben, dass sich P von x, y schreiben lässt als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung μ von der Differenz y minus x. Und μ ist hier ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf meinem Zustandsraum E. Dann behaupte ich, in diesem Fall ist eine Gleichgewichtsverteilung gegeben durch die uniforme Verteilung. Das heißt, in dem Raum befinden sich n hoch d viele Elemente, für jedes n größer gleich 2. Und Pi ist einfach nur 1 geteilt durch n hoch d. Warum ist das der Fall? Na, ich kann es einfach explizit nachrechnen. Ich bilde die Summe über alle Zustände y aus meinem Zustandsraum, Pi von y mal Pi y, x. Das kann ich natürlich ausnutzen, dass das eine Konstante ist. Ich kann sie einfach aus der Summe rausziehen. Dann möchte ich im nächsten Schritt die Übergangswahrscheinlichkeit P, Y, X explizit mit Hilfe von dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung μ ausdrücken. Das ist nichts weiter als μ von dieser Differenz. Dann möchte ich einen Index-Shift durchführen. Da kann ich nämlich dieses μ von Y minus X auch ausdrücken als μ von einem Y. Und jetzt kann ich ausnutzen, dass das μ ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Das heißt, diese Summe ist nichts weiter als explizit berechenbar und gleich 1. Das heißt, ich erhalte hier einfach nur die Normierungskonstante, nämlich n hoch minus d. Und das ist natürlich das gleiche wie Pi an der Stelle x. Damit haben wir uns überzeugt, dass in der Tat die Gleichverteilung im Falle einer Irrfahrt auf einem Torus eine Gleichgewichtsverteilung darstellt.
Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Und zwar hier möchte ich jetzt mir einmal angucken, die Irrfahrt wiederum auf einem Torus, hier jetzt eindimensional, wobei ich hier eine gerade Anzahl von Elementen nehmen möchte. Und die Irrfahrt hat jetzt folgenden Übergangsmechanismus. Also die Übergangswahrscheinlichkeit p, x, y sieht wie folgt aus. Ich springe mit Wahrscheinlichkeit p von x aus in den Zustand x plus 2, modulo 2 n. Und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p springe ich in den Zustand y, der gegeben ist durch den Punkt x minus 2. Also ich kann entweder 2 nach oben springen oder 2 nach unten springen, modulo 2 n. Und p sei hier ein Parameter zwischen 0 und 1. Und ich möchte in dem Fall auch wiederum Gleichgewichtsverteilung konstruieren. Und dazu möchte ich einführen, diese Menge g der geraden Indizes in diesem Torus. Und mit u möchte ich bezeichnen die entsprechenden ungeraden Elemente in diesem Torus. Und dann setze ich für einen Parameter lambda in 0, 1 i lambda an der Stelle x einfach als die Indikatorfunktion, als x in der Menge der geraden Elemente ist, multipliziert mit diesem Vorfaktor lambda geteilt durch n, plus die Indikatorfunktion von den ungeraden Elementen, multipliziert mit diesem Vorfaktor 1 minus lambda geteilt durch n. Also ich habe sozusagen hier eine Konvexkombination gebildet aus der Indikatorfunktion der geraden Elemente, entsprechend normiert, beziehungsweise der Indikatorfunktion der ungeraden Elemente entsprechend normiert. Das heißt, hierbei handelt es sich bei diesem ersten Maß, handelt es sich um eine Wahrscheinlichkeit, um die Gleichverteilung auf den geraden Elementen, während es sich hier bei diesem zweiten Maß um die Gleichverteilung auf den ungeraden Elementen handelt. Jetzt möchte ich nachrechnen, dass es sich in der Tat bei Pi Lambda um eine Gleichgewichtsverteilung handelt, sprich Pi Lambda ist invariant bezüglich unserer Übergangsmatrix E. Warum ist das der Fall? Naja, ich berechne wiederum die Summe über alle Y aus meinem Zustandsraum E, habe hier wieder Pi Lambda von Y mal diese Übergangsmatrix oder das entsprechende Element P, Y, X. Und das kann ich jetzt natürlich einfach explizit erstmal einsetzen. Erhalte diesen Ausdruck. Und jetzt kann ich mir das Folgende überlegen. Als x in der Menge der geraden Elemente ist, jetzt symbolisiert wieder oder diese Bedingung festgehalten durch diese Indikatorfunktion, dann bricht natürlich diese Summe zusammen auf zwei Elemente. Nämlich entweder ist y gerade x minus 2, modulo 2n, oder x plus 2, modulo 2n. Und in dem einen Fall findet dieser Übergang statt mit Wahrscheinlichkeit p und im anderen Fall findet dieser Übergang statt mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p. Das heißt, ich erhalte aus dieser Summe nichts weiter als diese Indikatorfunktion, dass x sich in den geraden Elementen befindet, multipliziert mit 1 minus p plus p. Und analog erhalte ich, falls x sich in der Menge der ungeraden Elemente befindet, weil nur dann ist diese Summe hier von 0 verschieden, auch wieder diesen Faktor 1 minus p plus p. Jetzt sieht man, aha, diese beiden Klammerausdrücke addieren sich aber auch zu 1 auf und ich reproduziere damit genau wieder das Invariant oder dieses Maß Pi Lambda an der Stelle x. Das heißt, wir haben uns hiervon überzeugt, dass es sich bei Pi Lambda in der Tat um eine Gleichgewichtsverteilung kann. Jetzt sehe ich, in diesem Beispiel habe ich natürlich vorliegen unendlich viele Gleichgewichtsverteilungen, weil ich kann natürlich für jedes Lambda erhalte ich ein. Das heißt, was man hier auch sieht, ist, dass die stochastische Matrix P natürlich nicht irreduzibel ist. Sie besteht aus zwei kommunizierenden Klassen, nämlich die Klasse der geraden Elemente und die Klasse der ungeraden Elemente. Und die Maße, die ich oder die Verteilung, die ich hier konstruiert habe, die Gleichgewichtsverteilung auf den
geraden bzw. ungeraden Elementen ist nichts weiter als die beiden extremalen Maße in meiner Menge der Gleichgewichtsverteilung. Dass diese Beobachtung, dass sozusagen Invarianz entscheidend ist hinsichtlich der Tatsache, ob ich ein oder mehrere invariante Maße oder Gleichgewichtsverteilung finden kann, möchte ich in folgendem Theorem nochmal zusammenfassen. Also das ist die Aussage von Satz 3.1. Ich nehme mir also eine μ-P-Markov-Kette Xn her, die auf unserem Zustandsraum E lebt. Und dann ist die Beobachtung, die erste Beobachtung das folgende. Falls meine Markov-Kette Xn irreduzibel ist, so gibt es höchstens eine Gleichgewichtsverteilung. Das heißt, die Kardinalität der Menge der Gleichgewichtsverteilung nimmt Werte an entweder 0 oder 1. Und im zweiten Fall, falls meine Markov-Kette Xn irreduzibel ist und zudem transient ist, das heißt ein Zustand und aufgrund der Irreduzibilität jeder Zustand ist transient, in dem Fall folgt, dass die Menge der invarianten Verteilung leer ist. Das bedeutet aber auch, dadurch, dass Transienz ja eine Klasseneigenschaft ist, dass dieser erste Fall auch bedeutet, dass ich eine Gleichgewichtsverteilung nur dann haben oder höchstens nur dann haben kann, wenn ich rekurrent bin. Weil sozusagen das ist genau das, was wir hier draus sehen. Gut, schauen wir uns also diesen Beweis einmal im Detail an. Das heißt, was ich zeigen möchte, ist, ich möchte annehmen, Xn ist eine μ-P-Markov-Kette und ich möchte annehmen, dass sie irreduzibel ist. Ich möchte zeigen, dass es höchstens eine Gleichgewichtsverteilung geben kann. Wie mache ich das? Also ich definiere mir in einem ersten Schritt eine neue stochastische Matrix, die ich mit P quer bezeichnen möchte. Und die entsprechenden Matrixelemente seien einfach auch mit klein p quer xy bezeichnet. Und die sind wie folgt definiert. P quer von x, y ist nichts weiter als die Summe n gleich 1 bis unendlich 2 hoch minus n multipliziert mit dem Wert der stochastischen Matrix P, dass ich in n Schritten von x nach y gelangen kann. Und die erste Beobachtung ist, ja, bei dieser Matrix P quer handelt es sich wiederum um eine stochastische Matrix. Warum? Ich nehme mir einfach mal ein x aus meinem Zustandsraum her, bilde die Summe über alle y von dieser Matrix P quer ausgewertet in dieser Matrixelemente x, y. Jetzt kann ich natürlich die Definition einsetzen und Fubini benutzen. Erhalte damit die Summe n gleich 1 bis unendlich. Den Vorfaktor 2 hoch minus 1 kann ich rausziehen. Und was übrig bleibt, ist nichts weiter als die Summe über alle y aus meinem Zustandsraum mal der Übergangswahrscheinlichkeit bei Starten x in n Schritt nach y zu gelangen. Von diesem Ausdruck wissen wir aber, dass es sich hierbei um eine, also von die n wissen wir, dass es sich um eine stochastische Matrix handelt. Das heißt, diese Summe hier ist nichts weiter als identisch gleich 1. Es bleibt übrig, diese geometrische Reihe, aber auch die lässt sich jetzt explizit berechnen und die gibt den Wert 1. Also wissen wir schon einmal, dass P quer eine stochastische Matrix ist. Weiter wissen wir, dass P nach Voraussetzung irreduzibel ist und das impliziert natürlich sofort, dass alle Matrixelemente von dieser stochastischen Matrix P quer positiv sind. Warum? Naja, aufgrund der Irreduzibilität wissen wir natürlich, dass es für jedes Paar xy ein n existiert, sodass pnxy strikt positiv ist. Das heißt, wir wissen, für jedes x und y gibt es mindestens einen positiven Summanden und damit ist natürlich diese Summe zwangsläufig positiv. Nehmen wir jetzt einmal an, wir finden zwei Gleichgewichtsverteilungen, die ich einmal mit p1 und p2 bezeichnen möchte. Und nehmen wir einmal an, diese beiden Gleichgewichtsverteilungen werden verschieden.
Was beobachten wir dann? Also ich möchte erstmal ausrechnen, was ist denn jetzt Pi angewendet auf Pi quer, ausgewertet an der Stelle x. Setze ich wieder die Definition ein, also das ist ja nichts weiter als diese Summe über alle y aus meinem Zustandsraum, Pi von y mal p quer y, x. Jetzt kann ich die Definition wieder von p quer einsetzen, die wir ja hier so gewählt haben. Kann wieder Fubini benutzen und erhalte hier die Summe über alle n von 1 bis unendlich, diesen Vorfaktor 2 hoch minus n. Und dann bleibt übrig die Summe über alle y aus meinem Zustandsraum e, Pi von y mal py, x. Jetzt wissen wir aber oder haben wir angenommen, dass diese Pi, also für i gleich 1 und 2, es sich hierbei um Gleichgewichtsverteilung handelt. Das heißt, das Ganze ist nichts weiter als Pi von x. Und das kann ich natürlich aus der Summe rausziehen. Was übrig bleibt, ist genau wieder diese geometrische Reihe. Und wir haben ja bereits gesehen, dass diese geometrische Reihe sich explizit berechnen lässt und gleich 1 ist. Damit haben wir jetzt also nachgewiesen, dass wenn wir zwei Gleichgewichtsverteilungen haben bezüglich der stochastischen Matrix P, dass es sich hierbei auch um zwei Gleichgewichtsverteilungen bezüglich der Matrix P quer handelt. Gut, jetzt möchte ich einfach mal das signierte Maß, das ich hier mit Pi quer bezeichnen möchte, betrachten. Und dabei handelt es sich nichts weiter als die Differenz dieser beiden Wahrscheinlichkeitsmaße. Was folgt denn daraus? Na, ich kann jetzt einfach mal ausrechnen, was passiert, wenn ich Pi quer auf Pi quer anwende. Und aufgrund der Linearität kann ich das natürlich ausschreiben als Pi1 angewendet auf Pi quer minus Pi2 angewendet auf Pi quer. Wir wissen aber, Pi1 und Pi2 sind invariant bezüglich Pi quer, also ist das nichts weiter als wieder die Differenz. Und jetzt habe ich Pi quer reproduziert. Das heißt auch, dieses signierte Maß ist invariant bezüglich Pi quer. Was wir auch wissen ist, dass dieses signierte Maß Pi quer nicht identisch 0 ist. Das war ja gerade hier unsere Annahme, dass Pi1 und Pi2 verschieden seien. Weiterhin wissen wir natürlich, dass wenn wir den ganzen Zustandsraum einsetzen, aufgrund der Tatsache, dass Pi1 und Pi2 jeweils Wahrscheinlichkeitsmaße sind, dass das Pi quer von dem ganzen Zustandsraum 0 ist. Das bedeutet aber, dadurch, dass wir wissen, es ist nicht identisch 0, aber wenn wir den ganzen Raum einsetzen, ist es gleich 0. Das heißt, es müssen mindestens zwei Elemente existieren, die ich mit x und y bezeichnen möchte, die die Eigenschaft haben, dass Pi quer an der Stelle x positiv ist und Pi quer an der Stelle y entsprechend negativ ist. Jetzt möchte ich die folgende Berechnung anstellen. Ich möchte mir einfach einmal angucken, was weiß ich dann über die Summe über alle meine Elemente z aus meinem Zustandsraum e vom Betrag von diesem signierten Maß Pi quer ausgewertet an der Stelle z. Was ich jetzt als erstes machen möchte, ich möchte erstmal ausnutzen, dass wir wissen, Pi quer ist invariant bezüglich e quer, dieser stochastischen Matrix, die wir uns definiert haben. Kann ich also hier explizit erstmal einsetzen. Dann möchte ich diese Summe, die hier steht, einmal wie folgt ausschreiben, nämlich ich möchte einmal dieses Element Pi quer von x mal Pi quer ausgewertet an der Stelle x, z betrachten, entsprechend Pi quer von y mal Pi quer y, z und dann die verbleibende Summe aus dieser Definition. Was sehe ich? Natürlich, ich weiß, dass Pi quer nach Konstruktion strikt positiv ist und ich weiß, dass Pi quer an der Stelle x nach Wahl von x strikt positiv ist. Also das ist ein strikt positiver Faktor. Umgekehrt, dieser Term ist strikt negativ und diese Terme sind einfach Elemente, die größer oder kleiner 0 sein. Jetzt möchte ich die Dreiecksungleichung benutzen. Aufgrund der Tatsache, dass dieser Term strikt negativ ist und der strikt positiv ist, erhalte ich hier ein striktes Ungleichheitszeichen, wenn ich die Beträge um jeden einzelnen Term setze.
Und dann erhalte ich wiederum, also wenn ich das benutze, das folgende, die Summe über alle z aus meinem Zustandsraum E, die Summe über alle z' aus meinem Zustandsraum E, dann habe ich Betrag von Pi quer an der Stelle z', multipliziert mit der Übergangswahrscheinlichkeit Pi quer von z', z. Jetzt möchte ich Fudimini benutzen, die beiden Summen hier vertauschen und dann kann ich natürlich ausnutzen, dass es sich bei Pi quer um die Elemente einer stochastischen Matrix handelt. Deswegen erhalte ich hier die 1. Was sehe ich jetzt hier? Jetzt habe ich natürlich einen Widerspruch produziert, nämlich, dass diese Summe strikt kleiner ist als die gleiche Summe. Das heißt, unsere Annahme, dass sich zwei verschiedene Maße Pi1 und Pi2 in der Menge der invarianten Verteilung finde, muss falsch gewesen sein. Und daraus folgt, dass es höchstens ein invariantes Maß geben kann. Oder eine invariante Gleichgewichtsverteilung, um genauer zu sein. Schauen wir uns den zweiten Fall an. Was passiert jetzt, wenn wir zusätzlich nur annehmen, dass wir transient sind? Warum impliziert das, dass unsere Menge der invarianten Verteilung dann leer sein muss? Da funktioniert das Argument wie folgt. Angenommen, diese Menge wäre nicht leer, das heißt, wir finden eine Gleichgewichtsverteilung Pi. Nach Voraussetzung wissen wir aber, dass jeder Zustand transient ist und jetzt können wir das Korollat 2 ins Spiel bringen, das uns darüber was aussagt, über diesen Limes von dieser Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in x in n Schritten nach y zu gelangen im Limes n gegen unendlich. Nämlich die Transienz implizierte, dass dieser Limes 0 ist für jedes x. Insbesondere kann ich natürlich dann auch diese 0 mitteln bezüglich der Gleichgewichtsverteilung Px. Das heißt, ich erhalte hier einfach eine Darstellung von der 0. Jetzt möchte ich aber aufgrund der Tatsache, dass Pi ein eine Gleichgewichtsverteilung ist, hier ist es entscheidend, dass wir ein Wahrscheinlichkeitsmaß vorliegen haben, kann ich natürlich auch den Satz von Lebesgue benutzen, dadurch, dass natürlich diese Elemente nach oben beschränkt sind. Und ich darf den Limes mit dieser unendlichen Summe vertauschen. Und was ich hier sehe, ist nichts weiter als eine Eigenschaft der Tatsache, dass wir eine Gleichgewichtsverteilung vorliegen haben. Nämlich wir haben hier einfach diese Verknüpfung von der Gleichgewichtsverteilung Pi mit dem n-fachen Matrixprodukt der stochastischen Matrix P. Und das haben wir bereits gesehen, das ist nichts weiter als der Wert der Gleichgewichtsverteilung Pi an der Stelle y. Und diese Aussage, die wir hier hergeleitet haben, gilt natürlich für jedes y aus meinem Zustandsraum. Das hat natürlich jetzt folgende Konsequenz. Wenn wir wissen, dass jedes Pi von y 0 ist, können wir natürlich auch die Summe bilden. Und jetzt sehen wir, hier passiert das Folgende. Die Summe ist dann natürlich 0, aber wir haben angenommen, es handelt sich bei Pi um eine Gleichgewichtsverteilung. Wir wissen natürlich, die Summe von dem über allem Element aus unserem Zustandsraum sollte gleich 1 sein. Damit haben wir einen Widerspruch erzeugt, was nichts weiter anderes bedeutet als, es kann keine Gleichgewichtsverteilung geben im Falle, dass wir eine irreduzible transiente Markov-Kette vorliegen haben. Gut, ich möchte noch zwei weitere Beispiele diskutieren, die so ein bisschen die Betrachtung von vorhin verallgemeinern. Und das erste Beispiel ist ein Beispiel, wo ich mir stochastische Übergangsmatrizen angucken möchte, die Eigenschaft haben, sogenannt doppelstochastisch zu sein. Und ich erkläre gleich, was ich damit meine. Also ich betrachte hier zu einer Markov-Kette xn auf meinem Zustandsraum E mit Matrix P. Und diese Übergangsmatrix P soll die folgende Eigenschaft haben, dass wenn ich die Summe bilde über alle meine Elemente aus dem Zustandsraum E von P, Y, X, dann soll das auch gleich 1 sein für jedes X aus meinem Zustandsraum. Sozusagen, wir haben das so eine ähnliche Darstellung schon gesehen, nämlich
dass es sich um stochastische Matrizen handelt, war genau umgekehrt. Ich halte y fest und summiere über alle x. Und dann stochastisch bedeutete, dass diese Summe gleich 1 ist. Und jetzt mache ich es genau andersrum. Ich halte jetzt x fest und summiere hier über den ersten Eingang. Und wenn das 1 ergibt, dann redet man über sogenannte doppelt-stochastische Übergangsmatrizen. Und natürlich, jetzt kann man sich fragen, gibt es überhaupt so eine Art von doppelt-stochastischen Übergangsmatrizen? Und ich behaupte ja. Und zwar, wir haben einen Spezialfall bereits gesehen, nämlich Irrfahrten. Nämlich in dem Fall gesagt, dass die Übergangsmatrix P x, y sich gerade schreiben lässt als ein Wahrscheinlichkeitsmaß μ von der Differenz y minus x. Kann man hier natürlich sich leicht überzeugen, dass das sich bei dieser Definition, dass diese Definition folgende Konsequenzen hat, nämlich erstens, die so definierten Matrixelemente definieren mir eine stochastische Matrix. Und auf der anderen Seite auch, dass so definierten Übergangs- oder Ü Elemente einer stochastischen Matrix dann auch doppelt stochastisch sind. Und das hat natürlich zur Folge, dass dann ich sofort ein invariantes Maß angeben kann, nämlich einfach das Maß Pi von x gleich 1, also konstant. Warum ist das der Fall? Naja, ich kann ja einfach mal nachrechnen, was das bedeutet. Angenommen, oder nicht angenommen, sondern ich verifiziere die Definition. Setze also, ich betrachte die Summe über alle y aus meinem Zustandsraum E, Pi von y mal P y, x. Ich habe jetzt angenommen, dieser Ausdruck hier ist konstant gleich 1. Dann kann ich den aus der Summe rausnehmen. Ich erhalte nur noch diese Bedingung übrig. Jetzt nutze ich aus, dass es sich hierbei um doppelt-stochastische Matrizen handelt. Nach Definition ist das auch gleich 1. Und das ist ja gerade der Wert von Pi an der Stelle x. Was bedeutet das? Also es war nicht überraschend, dass wir bei der Irrfahrt auf einem Torus festgestellt haben, dass das invariante Maß oder die invariante Verteilung sich durch die Gleichverteilung also gegeben ist, sondern das ist sozusagen allgemeiner der Fall, wenn wir doppelt-stochastische Matrizen vorliegen haben. Was man jetzt hierbei aber sieht, ist, wir haben erstmal nur nachgewiesen, dass es sich um ein invariantes Maß handelt. Was man hierbei auch sieht, ist, dass ich im Allgemeinen dieses Maß natürlich nicht normieren kann, wenn mein Zustandsraum E absehbar unendlich ist. Das heißt, was sieht man hier? Dass es sehr wohl sein kann, dass es Fälle gibt, wo ich ein invariantes Maß vorliegen habe, aber keine invariante Verteilung. Um das sozusagen nochmal ein bisschen exemplarischer zu greifen, möchte ich mir mal die einfache asymmetrische Irrfahrt auf Z ansehen. Das war nichts weiter anderes als eine Markov-Kette, die ich wieder mit Xn bezeichnen möchte, die Eigenschaft hat, mit Wahrscheinlichkeit p vom Zustand x in den Zustand x plus 1 zu springen, also nach rechts zu springen, und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p vom Zustand x in den Zustand x minus 1 zu springen. Was wir jetzt hier gesehen haben, Irrfahrten sind eine spezielle Klasse von doppelt-stochastischen Matrizen, also wissen wir bereits, dass das konstante Maß Pi von x gleich 1 für alle x aus meinem Zustandsraum ein invariantes Maß ist. Jetzt möchte ich, also wir wissen damit aber auch, dass dieses invariante Maß können wir natürlich mit einer beliebigen Konstante multiplizieren, erhalten damit auch ein invariantes Maß. Also invariante Maße können so gesehen nie eindeutig sein, weil ich die immer mit Konstanten multiplizieren kann. Aber es ist sozusagen noch gibt sozusagen noch einen weiteren Effekt. Es kann sogar weitere Maße geben, die sich nicht als Vielfaches von diesem Maß darstellen lassen. Das ist im Fall, dass p ungleich 1/2 ist der Fall. Weil ich möchte mir dann einfach mal angucken, dass folgende Maß pi von x, das gegeben ist, also diesen Quotienten, p geteilt durch 1 minus p in Klammern hoch x. Behaupte, auch in diesem Fall handelt es sich bei Pi um ein invariantes Maß. Warum? Jetzt müssen wir einfach mal explizit nachrechnen. Ich schreibe wieder hier
die entsprechende Eigenschaft hin, nämlich die Summe über alle y aus meinem Zustandsraum, Pi von y mal dieses Matrixelement Py, x. Jetzt sehe ich, in dieser Summe können nur zwei Summanden Beiträge liefern, nämlich der eine Summand, dass y gerade x minus 1 ist, oder der Summand, dass y gerade x plus 1 ist. Das heißt, das sind die beiden von 0 verschiedenen Summanden. Und jetzt kann ich hier explizit einsetzen, die Definition von Pi von x minus 1. Das ist ja nichts weiter als dieser Bruch p geteilt durch 1 minus p hoch x minus 1. Ich möchte einfach mal diesen p geteilt durch 1 minus p hoch x ausklammern. Was bleibt noch übrig? Durch die minus 1, der Bruch 1 minus p geteilt durch p. Was hier übrig bleibt, ist nichts weiter als der p. Der Übergang von x minus 1 nach x ist ja ein Sprung nach rechts. Das ist gerade gleich p. Das heißt, ich erhalte in dem Fall einfach den Term 1 minus p. Und analog in dem Fall, wenn an der Stelle pi von x plus 1, möchte ich auch wieder p geteilt durch 1 minus p hoch x ausklammern. Das ist dieser Term. Was übrig bleibt, ist genau einer dieser Faktoren. Was ich hier noch habe, ist der Term, ich springe nach links. Das heißt, diese Übergangswahrscheinlichkeit ist gerade 1 minus p. Das kürzt genau diesen Nenner. Da erhalte ich hier noch diesen Term p. Und ich sehe, diese Summe ist trivialerweise gerade 1. Und was ich reproduziert habe, ist in der Tat das invariante Maß Pi an der Stelle x. Also Pi ist in der Tat ein invariantes Maß. Und was man hier sieht, ist natürlich, ich habe weiterhin vorliegen, das invariante Maß konstant gleich 1 und ich habe dieses invariante Maß und diese beiden Maße sind natürlich nicht Vielfaches voneinander. Also es kann im Falle von invarianten Maßen ist die Situation sozusagen ein Tick weit komplexer.